Klingt gut. So, mal schauen, was uns jetzt erwartet. Ja, schauen wir mal. Wow. Wow. Oh Gott, nicht. Ich sag dir, Sascha, hier ist irgendeine große Maschinerie im Hintergrund. Die Kinder verwertet. Irgendwas ganz Fieses hier in der Mache. Oh Gott, da bewegt sich was ganz Riesiges im Hintergrund. Ja, das sieht aus wie eine riesengroße Eisenkette. Nee. Ich glaube eher, fast. Nein. Ich glaube eher fast wie ein lebendes Wesen oder so. Oh Gott, da sind aber viele von den Typen. Und wir sind echt auf einem riesengroßen Schiff. Das ist ja ein gigantisch großes Schiff. Krass. Wow, ja. Also alleine das Bild gerade ist schon mal episch. Unglaublich gut. I like it. Yep. Sieht das gigantisch aus. Brutal. So ein Zeug erinnert mich an God of War. Da gab es nämlich auch Aufzeichnungsszenen. Mhm. Wo du plötzlich ganz klein wirst und das zoomt immer weiter raus und du siehst ein richtig geiles, riesengroßes Gebiet. Und dann der Zoom ran. Geil. Wow. Das sind... Nee, warte mal, das sind ja ganz andere Leute. Jetzt wird es scharf. Okay. Sieht ein bisschen aus, als ob es Sklaven auf das Schiff befördern würden. Möglich. Aber wieso sind alle Leute hier so fett? Okay, springst du ins Wasser, stirbst du. Wie sollst du an die komische Kette kommen? Hä? Was? Wie? Wie soll ich an die an die Kette kommen? Einfach an die Kette ranspringen? Ah, okay. Ah, okay. Was? Ja, okay. Ich verstehe die Frage nicht. Ja, nee, es sah für mich ein bisschen weiter aus, als es eigentlich ist. Klettere gerade hoch. Alter, das sieht episch aus. Oh ja. Ich mag solche Spiele. Oh ja. Du bist im Endeffekt ein kleines Nichts. Ja klar, bist du ein kleines Nichts, wenn du dir anschaust, wie groß die Typen hier sind. Mhm. Als Kind wärst du ohnehin schon klein. Aber du bist ja extra klein. Weil das irgendwie alles Monster sind oder sowas? Okay, was sind das für Wesen? Jetzt laufe ich gerade auf diesem Metallsteg auf der Trasse lang. Ja. Alles bucklige, alte... Na, alt würde ich jetzt nicht sagen, aber alle fett. Fette Säcke. Keine Ahnung, ist das normal bei den Monstern oder so, dass die fett sind alle? Ich bin immer noch der Meinung, ein Teil trägt irgendwie eine Art Maske. Weiß nicht, jetzt wäre ich mir nicht mehr so sicher. Am Anfang, ja, wo es nur die zwei gab, dachte ich mir auch, ja, okay, das ist plausibel. Aber jetzt, wo ich so viele sehe, denke ich mir, na, eher nicht. Das wäre zu viel. Na, mal schauen. Bin jetzt gerade in der Röhre drinne. Die Geräusche. Geil. Hm. Sag, wenn du die Planke weg hast. Okay, da ist ein Aufseher, der sieht aus wie die Frau am Anfang vom Intro. Wo? Hab ich nicht gesehen. Ja,
bist jetzt gerade noch auf dem, auf der Röhre, oder? Auf was? Wie? Was? Auf der Röhre. Auf was für eine Röhre? Du hast gerade die Holzplanke weggerissen? Ja, ich bin noch nicht weitergelaufen. Okay, laufen mal weiter. Okay. Bald an der Stelle ankommst, wo halt die Leute über die Brücke laufen, von links nach rechts, siehst du oben am Balkon Wesen mit Zylinder. Von den Umrissen her sieht's aus wie die Frau am Anfang vom Intro. Warte mal. ja. Aber ich glaube nicht, dass das ein Zylinder ist, sondern so eine chinesische oder japanische Frisur. Wie die Figuren haben, die wir zerbrechen die ganze Zeit. Ja, das ist vermutlich die Dame. Okay. Okay, weiter. Moment. Da. Okay, ich bin oben. Ab durch die Luke. Okay, ich glaube, wir haben rausgefunden. Okay, ich bin im Kuchenraum. Ich glaube, wir haben rausgefunden, wer wen die Typen kochen. Oh Gott. Du weißt schon mehr als ich. Ich will's. Oh, du weißt es gleich. Ja, jetzt weißt du's. Was ist hier los? Was ist das? Sind wir in der Hölle oder sowas? In einem der Kreise der Hölle? Wir sind auf jeden Fall jetzt 2-3 Ebenen nach oben gestiegen in dem Schiff. Das heißt, Oh Gott! Ja, herzlichen Dank. Ich habe das Gefühl, wir haben ganz unten angefangen. Wir arbeiten uns jetzt gerade in die Business Class hoch. Alter, was ist das? Was zur Hölle ist das? Scheiße! Halt die Fresse! Nein! Alter, wie krabbelst du so schnell, fettes Biest? Alter, krabbeln die schnell. Dass die so fett sind. Und er kommt auch noch hier hoch. Fuck. Man kann das gar nicht verhindern. Und das Schlimme ist, ich muss direkt auf den Tisch jetzt, um die Teller hochzuklettern. Boah. Ist das eklig. Also ganz ehrlich, Sascha. Das Spiel ist für mich annähernd verstörend. Wie Outlast 2. Nein! Auf eine andere Art und Weise, aber es ist verstörend. Kletter hoch, bitte. Nein! Oh Gott, du fettes Biest, lass mich los. Oder lass mich... Nein. Oh Gott. Alter. Wie geht's? Okay, wo bist du jetzt gerade? Ich bin jetzt gerade den Tellerstapel hochgeklettert und mit die Laterne rein. Ja, ich auch. Nächsten Raum. Okay. Ich auch. Oh Gott, das ist auf eine andere Art verstörend, das Spiel. Ja. Nichts. Ja, einfach auf eine andere Art. Gott.
immer wieder an irgendwelchen Objekten festhänge. Oh Gott. Nein. Sag mir nicht, ich muss auf den... Nein, zum Glück muss ich nicht auf den Tisch drauf. Sorry. Nein! Okay, ich habe den Hocker beiseite geschoben mit dem nächsten Raum. Miss? 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 Ja? Bin ich blind? Ganz am Ende. Ganz rechts. Oh, ein Zipfelmützenmännchen. Yay. Ah ja. Oh Gott, den habe ich vorhin nicht gesehen. Deshalb, oh Gott. Ich dachte, ich muss hoch und dann irgendwie weiter oder so ein Scheiß. Alter, aber das sieht so krass aus, wie die Typen einfach nur... Hallo. Das... Knuddeln. Hier geht... Oh Gott. Geht's hier weiter? Hier geht's doch nicht weiter. Doch. Was? Den Hocker nach hinten ziehen. Oder bist du schon weiter? Ich bin in dem kleinen Raum, wo der Hocker davor stand. Muss man den ganzen Raum entlang nach hinten ziehen, oder was? Nee, nur ein Stück. Und wie weit? Also ich bin... Na, nur ein Stück, damit du durch die Luke kannst. Oder bist du schon weiter? Das ist halt die Frage. Ja, nee. Ich bin jetzt hier in einem Raum mit Abwasserrohren, einem kleinen Zipfelmützenmännchen. Ja, eben, aber Laterne. Hier ist doch nicht weiter. Doch, hier ist doch nichts. Wie kommt man hier weiter? Ganz rechts. Ja, wie kommt man aber in dem Raum mit den Röhren weiter? Hier ist doch nichts. Ach so, da bist du schon. Okay. Hier ist nichts. Hier ist die Laterne, hier sind die Röhren, das Zipfelmützenmännchen und das war's. Das ist nicht weiter hier. Hier ist nur nichts, halt Bonus. Keine Ahnung. Fuck, okay. Dann müssen wir doch irgendwie. Ich glaube, du musst das Fass hochklettern, wenn es geht. Ja, du kannst doch über den Hocker auf den Tresen hoch. So soll es jetzt ja nicht sein. Ich glaube, das ist eher geplant. Oh Gott, lass mich los. Oh mein Gott, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Nein! Nein, ich mag das nicht. Nein. Oh Gott, war was zwischen den ganzen. Ach, ich dachte, da hinten was? Geht's weiter rechts. Ach Mann, ey. Warte. Nein, man muss nicht den ganzen Weg, glaube ich. Okay, dass man... Nee, warte mal. Ich glaube... Warte. Nee. Man kann es einfacher machen, glaube ich. Am Anfang an den zwei Würstchen hin und her hängen? Na, das funktioniert nicht ganz, aber wenn du einen Hocker nach hinten ziehst, dann kannst du vom niedrigeren auf den höheren und dann damit auf den Tresen. Oder auch nicht. Hier ist ein scheiß Stück Holz, welches mir den Weg blockiert. Mit dem Hocker. Verdammte Axt. Aber ich kann zumindest... Nee, kann ich nicht. Spiel, willst du mich verarschen? Du willst mich echt trollen spielen, ne? This game troll me. Man kann das nicht schießen. Wieso kann man das nicht schießen? Vielleicht kann man hier drauf. Ich komm hier nicht hoch, verdammte Scheiße. Nee. Ja, du kannst den Hocker im Vordergrund ein bisschen nach vorne ziehen und dann zumindest zwei von den Typen überspringen. Ich komme hier nicht.
nicht weiter. Nein! Oh Gott. Die haben so eine Reichweite, Mann! Die nerven mich. Das sieht nicht so aus, als ob das an den Würsten geht. Das ist eine verdammte dreckige Falle vom Spiel. Nicht wirklich. Das finde ich echt mega fies von denen. Dass sie sowas machen. Aber man kann ihn, wie gesagt, im Vordergrund ein bisschen nach links schieben, dann kann man zumindest zwei von den Typen überspringen. Oder im Hintergrund? Ne, im Hintergrund wäre das. Stimmt. Mein Fehler. Nein, 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 nicht runter. Nicht runter. Okay. Okay. Wow, ich hab's endlich geschafft. Du bist durch? Oh. Okay, nein, doch nicht, vergiss es. Bin wieder runtergefallen. Aber beste Möglichkeit, um durchzukommen, einfach an den Typen vorbeispringen. Nicht nur laufen. Okay. Ja, dann kriegen sie dich weniger gut gefasst. Ernsthaft, das Spiel. Ja, klappt gut. Danke. Guter Tipp. Ja, das funktioniert ein Stück besser. Eppa. Nein, und ich fall wieder runter am Ende. Ich bin gerade durch. Ich auch. Ich wollte links an das Gitter ran, oder? Ja. Ja, das bin ich auch runtergefallen. Jetzt. So. Oh. Okay, gib noch einen kleinen Moment. Ja, ich kletter ja gerade erst hoch. No stress. No Gott, stress, my friend. Ey. Aber mit dem Springen war ein guter Tipp. Ja, ich dachte mir. Oh Gott. Okay, gut. Ich bin jetzt oben und ja. Okay. Und ich fall wieder runter. Das gibt's doch nicht. Nein! Er hat mich mit seiner ganzen Faust ins Gesicht gesteckt. Ja, ich weiß. Das möchte ich mal beherrschen. So eine ganze Packung Bacon, 8 Streifen ins Gesicht stecken und meine Faust. So. Okay, ich bin auf dem ersten Tablett mit Essen. Gut. Rufen wir weiter. Ja, aber wohin weiter? Übers Geländer? Ich glaube, ja. Das gefällt mir zwar überhaupt nicht, aber die einzige Möglichkeit. Dann wohin? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ja, du musst nach links. Aha. Und dann, sobald du an der Rampe bist, an die Lampe hängen. Puh. Halt dich fest, kleines. Oh Gott, das war close. Oh mein Gott. Also ich bin durch. Jo. Gut, dann weiter. Alter, warum sehen die alle so hässlich aus? Und warum essen die so viel? Da, geh weg von mir! Oh mein Gott! Das sah gerade aus wie ein Maulwurf. Alter. Ohne Scheiß. Geh weg von mir, geh weg von mir, geh weg von mir, geh weg von mir, geh weg von mir! Hui! Okay. Geschafft. Hui, 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 hui